In Lourdes zum Beispiel auf der Brücke steht, da ist eigentlich die Nation zweitrangig, sondern es geht wirklich nur darum, dass man sich unterhält, dass man eine Gaudi hat und dass man eine schöne Zeit verbringt. Und ich denke, dass die Soldatenwallfahrt nach Lourdes einen Beitrag geleistet hat, damit Friede in Europa stattfinden kann. Und seitdem ich zum ersten Mal mitgemacht habe, im Jahr 1972, hat Lourdes für mich eine große Bedeutung. Soldaten hier in Lourdes ist von den kleinen bis zu den hohen Dienstgraden sehr gut und beeindruckend.